gehen wir in die letzte Minute und ich glaube, die können wir genießen hier in Schwerin. Felkel, Pass auf Kincher und Dale Kemper. Tor! Jetzt funktioniert einfach alles. Jetzt kann man sich auch mal erlauben, einen Zweitligisten vorführen zu können. Super Situation. Jeder wusste, was passiert. Jeder wusste, wie er zu laufen hat. Und dann stimmt natürlich das Timing und der Abschluss einwandfrei. Unglaublich. Sind noch 40 Sekunden hier. Die Halle rockt hier hinter uns. Das ist unglaublich. Schweres Brot für Nordhareslee. So gut in die Saison gestartet waren. Manuela Roth. Nochmal auf den Kameramann. Da gibt es nochmal Einwurf für Haresley. Aber das muss man sagen, sie spielen es komplett zu Ende, trotz dass das Spiel hier entschieden ist. Ja, der Kameramann steht auch sicher da unten. Jetzt nochmal einstellen. Jetzt Anje Thormann, Wendy Künzel. Schade, schade. Der war nicht drin. Aber das können wir getrost abhaken und der Schönheitsfehler heute. Genau, genau. Und das war's hier. Was? Aus! Die Sensation ist perfekt. Grünwald Schwerin besiegt den TSV Nordhareslee mit 35. Gucken Sie sich die Gesichter von Nordhareslee an. Ich glaube, Enttäuschung ist schon sanft ausgedrückt. Ich glaube, das ist Niedergeschlagenheit, Enttäuschung.